Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay für die Pico 4 und ich habe mir Indes Unchained angeschaut. Indes ist schon lange auf dem Markt, kam als PC-VR-Version raus, nur als Indes und gab dann auch nur eine Map, einen Gegner, glaube ich, einen Endboss. Und dann haben irgendwie die Studios gewechselt, kam dann auf der Quest 2 als Indes Unchained raus. Und das haben wir jetzt auch für die Pico 4, Indes Unchained. Hat dann, glaube ich, drei Boss-Battle, also drei Maps. Wir haben auch einen Wellenmodus dabei. Wir haben nicht nur noch einen Bogen, sondern auch eine Armbrust, die wir dann freischalten können. Und wir müssen uns auch die Gebiete freischalten. Das Gute bei dem Spiel ist, am Anfang geht es echt leicht und locker los. Mit Fortschreiten des der Spieldauer und wie man vorankommt, wie viele Kills man hat und so weiter, wird das Spiel im Schwierigkeitsgrad immer wieder hochgesetzt und wird dann natürlich immer schwerer mit den mehr Gegner. Ich glaube, die werden auch besser, schießen besser und so weiter und so fort. Und ja, also für mich ist Indes Unchained ein Must-Have-Titel für die Pico 4 und auch für alle anderen VR-Headsets, sage ich einfach mal. Kostet 29,99, ist aber meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil es auch einen hohen Wiederspielgrad hat. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so lange drum rum, sondern wir gehen mal direkt ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, hier sind wir im Hauptmenü und ja, hier haben wir einmal Tutorial, was ich jetzt nicht brauche. Startet aber von alleine, wenn man das Spiel erste Mal neu startet. Also wir haben jetzt aktuell hier den Bogen. Den können wir hier mit mehreren Pfeilen benutzen. Wir haben einmal Standard-Holzpfeile permanent, also die haben wir unendlich. Dann können wir aber Eispfeile, Feuerpfeile, wir können Explosionspfeile und so weiter können wir uns hier sammeln und drauf machen. Zeige ich euch im Game nachher. Wir haben ein Schild. Das machen wir auf der Greiftaste, können wir so ein bisschen abwehren. Wir können Free Locomotion benutzen, müsst ihr euch aber im Menü einschalten. Also daran bitte denken. Ansonsten haben wir hier nun die Möglichkeit, mit dem Teleport-Pfeil uns fortzubewegen. Wir haben Snap-Turn. Das kann man sich aber auch einstellen, wie man das haben möchte. Hier haben wir den Wellenmodus Siege of Heaven. Der ist nachträglich mal damals reingekommen. Kann man so 15, 20 Minuten auf Wellen schießen und das ist mal was für zwischendurch. Ich möchte euch aber in den Main-Mode erstmal vorstellen. Und da habe ich schon ein bisschen was gespielt, 8%. Wir haben hier noch so einen Teleport. Den haben wir auf dem rechten Greif-Button. Den können wir auch ein bisschen werfen und können uns ganz schnell links und rechts bewegen. Ne? Also oder vor, zurück. Das geht auch. So, man kann sich auch später, konnte man auf jeden Fall eine Armbrust freischalten. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. So, jetzt haben wir hier der Abyss, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Purgatory und Desolation. Wir machen erstmal Purgatory. Schauen wir mal in die Map rein. So. Ja, hier beginnt es immer und diese Map ist immer anders. Die baut sich bei jedem Mal anders auf. Also wir spielen nicht immer die gleiche, wird dann immer wieder neu generiert. So, jetzt versuchen wir den mal hier ein bisschen. Ah, der war ja ganz gut. So, früher konnte man sich echt nicht Free Locomotion bewegen. Das war sehr nervig, wenn man mal einfach ein bisschen um die Ecken gucken wollte. Das wollte der damalige Entwickler nicht. Ist dann später reingekommen, weil sehr viele Leute danach halt gefragt haben. Oh, ist doch schon mal nicht schlecht. Hier haben wir jetzt einen neuen Pfeil bekommen. Na, kommst du wohl. So, den packen wir uns erstmal hier drauf. So, da haben wir jetzt 35 Stück von. Sollte man aber erstmal vorsichtig benutzen, weil die kann man später sehr gut gebrauchen, diese speziellen Pfeile. So, in jeder Ecke kann ja was lauern. Wir können aber auch oben auf die Dächer teleportieren, ist auch kein Problem. Boah, du bist hässlich. Ja, Restock-Ammo-Typ, das können wir gleich benutzen. Dann würde ich sagen, benutzen wir jetzt hier mal diese Sprengpfeile. Ja.
weil wir können ja jederzeit wieder aufleveln. Dann auch ein paar Sprengpfeile hin. Müssen wir noch vernünftig treffen, ne? Genau, so. So, jetzt können wir den hier restocken. Plus 11, fertig. So, aber wie gesagt, ich werde erstmal die normalen nehmen. Das haben wir hier gut, ganz gut aufgeräumt. So, auf den Kopf gibt natürlich am meisten Punkte. Da muss man immer schauen, dass man das am besten hinkriegt. Oh, da oben kommen sie schon. Na komm. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt eine Heillampe. Oder ein Heilkelch. Aber wir haben hier noch die volle Energie. Das ist unsere Energie. Wenn das weg ist, sind wir am Ende. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. So, das klappt ja ganz gut. So, da müssen wir hin. Hui, haben wir Glück gehabt. So. Nochmal runter. Ein bisschen überrascht. So, jetzt holen wir uns aber definitiv die Heillampe, wenn die noch da ist. Ja. So, da haben wir wenigstens einen wieder. Also das war jetzt ein bisschen, habe ich nicht mit gerechnet. Aber unverhofft, ne? Und mal gucken, was hier noch los ist. Du bist still. So, eigentlich können wir hier mal rüber teleportieren. Weil da ist auch unser Weg, wo wir hin müssen. Wir können uns eventuell hier nochmal. Na. Aber manchmal lassen die natürlich gute Gegenstände fallen und die wir dann echt brauchen können, ne? Das ist ziemlich wichtig. Wir kriegen Münzen für jeden Kill und können das da dann aufbrauchen. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Hier haben wir dann, aber uns wird dann jetzt angezeigt, also 2367 haben wir und das kostet 2,5. Ja, wir können uns einmal heilen noch. Restock Ammo brauchen wir nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob wir uns ein paar Mal heilen sollen, aber nee, komm, wir nehmen es einfach so mit und hoffen, dass noch eine Heillampe kommt, um uns nachher bessere Pfeile zu gönnen. Da haben wir auf jeden Fall was freigeschaltet. Na komm. Na. Siehste, geht doch. Gut, dass ich die Heillampe nicht gekauft habe.
Sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir wieder aufgelevelt. Gucken, was hier so los ist. Nix, da könnte man da oben hoch. Von hier aus können wir ein bisschen bekriegen. Oh, da ist natürlich viel los, ne? Uiuiui, ihr seid aber echt nervig. So, jetzt hatten wir eigentlich irgendwo eine Heillampe, aber keine Ahnung, wo die war. Ist egal, wir nehmen es so, wie es jetzt kommt. Hier war noch mal eine Heillampe. Ach gut, dass ich nochmal geguckt habe. Okay, dann gehen wir jetzt da lang, räumen da auf. An Sniper bin ich heute nicht, du. Ah, für dich reicht es. Da die echt immer wieder um die Ecken kommen, müssen wir echt aufpassen und immer. Und immer geladen haben, immer was auf der Sehne. So, jetzt gehen wir da hin. Richtig cooles Game, also wer gerne mit Pfeil und Bogen schießt, ist definitiv gut aufgehoben. Oh komm, den versuchen wir uns mal zu holen. Wir haben den sogar gekriegt. Den auch. Der uns aber auch. Hier gehen wir gleich hin. Wir holen uns den erstmal. So, jetzt haben wir hier noch die Winterpfeile. Eispfeile sind natürlich auch sehr gut. So, jetzt gehen wir aber mal gucken. Dann würde ich sagen, kommen wir uns jetzt Heilung, weil wir haben ja jetzt vernünftige Pfeile bekommen. Eine Explosionspfeile. Und die Pfeile, dann holen wir uns jetzt hier nochmal einmal Heilung. So. Dann sind wir erstmal wieder relativ gut ausgestattet. Jetzt machen wir hier mal Dauerfeuer. Mann, nervig seid ihr alle.
Du bist hässlich. Wo war noch was? Huiuiui. Mann, ich will mal nur so Headshots verteilen hier. Ah, ist gar nicht so einfach. Uiuiui, da ist aber was los, du. Eine Wand. Na, da weinen sie, ne? Da weinen sie. So, mal ganz kurz mal unten drunter gucken, wo ich jetzt bin hier. Ich glaube, dass hier weitergeht. So, denn ich muss dazu sagen, den Endboss habe ich echt noch nie erledigt, den ersten. Aber es macht auch echt eine gute Figur hier, muss ich sagen, mit der Pico. So, jetzt kommen wir ins Endboss-Gebiet. So, war immer nicht gecleant hier. Das war's aber jetzt, oder? Nochmal hier hoch. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kleinen Mistkäfer, ihr. Na, da fallt ihr alle, ne? Okay, Heilung haben wir. Brauchen wir jetzt nicht. Okay. Oh, da sind noch eine Menge. Da sind noch eine Menge. So, die haben wir auch. So, und hier geht's jetzt zum Endboss. Wie gesagt, habe ich noch nie geschafft. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht schaffen. Anakim de Abdominal. Abdominable. So. Also wenn wir jetzt hier Pause machen könnten, gab es früher auch nicht, kann man jetzt hier Save and Quit und man kann hier wieder starten. Ist natürlich sehr cool. Es gibt jetzt nur einen Weg. Und das ist der da runter. Kann ich von hier aus jetzt schon Schaden machen? Natürlich nicht. So, ich würde sagen, das Problem ist jetzt,
ist nicht nur der Endgegner, sondern es tauchen ganz viele andere kleine Mönche auf und beschießen uns. Und das kriege ich irgendwie nie gelevelt, bin ich echt so schlecht für. Aber ich probiere jetzt einfach mein Glück. Also, Leute, das ging doch mal cool, oder? Also, das ging gut ab. So, jetzt haben wir hier Feuerpfeile, würde ich sagen. Die nehmen wir uns für hier. Eine Heillampe. Restock Ammo brauchen wir jetzt nicht. Geht's jetzt hier weiter? Ja. Ja, Leute. Paradise Lost. Also erstes Mal, dass ich diesen Typ erledigt habe, eigentlich war es jetzt ganz einfach. Hier war ich noch nie. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was hier überhaupt ist. Oh. Ah, sind die kleinen Dickerchen da vom Himmel geholt, ne? Boah, ihr seid echt hässlich. Den haben wir gut erwischt, oder? Ich habe immer das Gefühl, dass neben mir irgendwas läuft. Da oben wieder. Das ist ein bisschen viel hier. Na komm. Kleiner, fetter Engel, du. Na komm. Ah, ich bin gleich auch down, glaube ich. Na komm. Ah, das war's. Ja, Leute. Aber cool. Also hat mir jetzt gefallen, diese Runde.
Und mit der Zeit wird man natürlich auch immer besser. Ne? Man muss das natürlich mal durchzocken. Ja, jetzt wird hier alles gezeigt, was wir hier freigeschaltet haben. Ne, wir haben jetzt hier auch eine Armbrust freigeschaltet. Früher war hier ein Tisch, wo die dann aufnehmbar war. Das sind unsere ganzen Erfolge, wenn es hier aufgezählt. Bone Collector. Weapon Skins Unlock. Ja, das sind die ganzen Gegner, die wir gekillt haben, ne? Ist auch nochmal cool, das zu sehen. So. So, das will ich jetzt kein ganzes Gameplay machen, aber ich möchte mal ganz kurz in Desolation rein, was das war. Genau, hier konnten wir jetzt aussuchen, möchten wir die Armbrust oder den Bogen, das war früher ein Tisch irgendwo. Ich mag die Armbrust aber nicht so gerne, aber die zeige ich euch jetzt trotzdem gerne. Wie war das dann mit, wenn ich mich teleportieren möchte, muss ich jetzt mal schauen. Ja, damit. Ah ja, okay. Einfach mit dem A-Button, nee, was ist es? X-Button kann man dann wirklich den Teleport-Pfeil losschicken. So. The Last of the Anakin. So, mal schauen. Wie gesagt, hier war ich echt noch nie. Also ich finde das mit dem Bogen wirklich besser. Komm. Also wer denkt, das wäre einfacher als Pfeil und Bogen, der irrt sich. Na komm. Hier halte ich nicht lange aus. Ich muss auch das Schild benutzen. Was schon für Fortgeschrittene hier. Aber wie gesagt, macht mir keinen Spaß mit der Armbrust. Vielleicht, wenn man ein bisschen besser zielt. Komm.
Na. Aber man muss echt besser ausweichen, da bin ich echt noch zu schlecht für. Da lang. Da oben kommen wir dann hin? Ne, okay. Gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Rote Zahl, rote Zahl, rote Zahl. Heilung können wir uns holen. Brauchen wir auch dringend. Sonst überleben wir nicht mehr. So, komm, Geld. Hier, auch da mein Geld. Puh, okay. Das kann aber nicht mehr lange dauern hier mit mir. Immer wenn ich vernünftig zielen will, kommt dieses... Ich muss wirklich mit einem dann zielen. Okay, jetzt bin ich in dieses Ding rein teleportiert, dieser rote Kreis. Der bringt uns wahrscheinlich jetzt in irgendeine andere Map. Ist aber nichts Gutes. Ich glaube, da ist nichts Gutes. Wie soll man hier überleben? Oh Gott, jetzt bin ich down. Ja, wie ihr seht, ist echt ziemlich hart. Aber ich mag das Spiel. Also es, jetzt nicht mit der Armbrust, das ist halt Geschmackssache. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er gerne den hier Pfeil und Bogen macht oder die Armbrust. Also Pfeil und Bogen gefällt mir viel, viel besser. Aber ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich finde, es ist ein Game, was man definitiv für jedes VR-Headset braucht. Also ein Must-Have-Titel meiner Meinung nach. Natürlich, wenn ihr mit Pfeil und Bogen und Armbrust nichts anfangen könnt, ist das natürlich nichts für euch. Aber ich mag das Game. Und für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Und ja, hat eine sehr, sehr lange Spieldauer, weil halt immer auch schwieriger wird. Und man kann hier echt sehr viel Zeit verbringen. Und ja, gerne mal unter die Kommentare, was ihr zu dem Titel haltet oder von dem Titel haltet. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt ein Abo drückt. Und Like aufs Video wäre auch nice. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss!